Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Park Beyond. Ja, da sind wir wieder in unserem Pleitepark. Nein, es wird natürlich wieder besser. Momentan haben wir ein bisschen finanzielle Probleme, weil sich einfach die kompletten Besuchergruppen gerade durch meine Bauweise, alles kreuz und quer, sich komplett verlagert haben in der letzten Folge. Wir hatten ja vorher auch hier oben in dem Bereich, in dem Zuckerwatte-Bereich, sehr viel los. Ja, hier war richtig Action auf der Straße, alle Shops waren voll, selbst hier hinten war einiges los. Ihr seht es mittlerweile, es ist einfach hier hinten komplett tote Hose. Wir haben die ganzen Leute irgendwie dazu gebracht, die andere Richtung zu laufen und die rennen jetzt alle hier unten zu den Attraktionen, sind dann irgendwie zu blöd, den Geldautomat zu finden und gehen dann verärgert aus dem Park raus, was mich dann natürlich auch ein bisschen ärgert, aber egal. So. Wir werden auf jeden Fall versuchen, in dieser Folge unser finanzielles Unglück ein bisschen wieder auf die gute Bahn zu kriegen. Das heißt, wir werden die Preise ein bisschen erhöhen bei Geschäften, die sehr gut laufen. Hier unten brennt gerade ein Gebäude ab, weil die Wartung kam anscheinend nicht nach. Wir können ja gerade nochmal einen, einen Mechaniker irgendwie upgraden, weiß ich nicht. Jedenfalls brennt gerade unsere eine Bude hier ab, die sehr viel Geld eingeworfen hat. Wir haben einige Probleme am Laufen. Wie gesagt, wir müssen hier die Kosten erhöhen beim ein oder anderen Fahrgeschäft. Preis ist sehr hoch, wird hier zwar gesagt, aber wir gehen trotzdem noch ein bisschen höher, weil die Schlange trotzdem ziemlich lang ist. Die Schlange da ist ein bisschen zu lang, deswegen Preis auch noch mal ein bisschen hoch. Wir können auch hier wieder die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Da kommen jetzt gerade mal viele Leute vorbei. Wir gucken jetzt einfach, dass wir irgendwo wieder Geld reinbekommen. Ja, es, hier hinten ist halt wirklich komplett tote Hose, was wirklich krass ist, wenn man bedenkt, wie viele Leute hier vorher gelaufen sind. Und jetzt mittlerweile hier hinten läuft gar keiner mehr. Gar keiner mehr. Die sind jetzt alle abgebogen und laufen einen anderen Weg. Das heißt, wir müssen unbedingt auch vielleicht hier hinten wieder dafür sorgen, dass wir ein paar mehr Leute hinbekommen, sobald wir wieder ein bisschen Geld zur Verfügung haben. Ja, ansonsten müssen wir mal schauen, was wir in dieser Folge so machen. Wahrscheinlich erstmal dafür sorgen, dass wir kein Minus mehr machen. Gut, da Preise noch ein bisschen angehoben. Hier können wir noch ein bisschen hochgehen. Da geht noch was, da stehen genug Leute an. Die Warteschlange ist ein bisschen lang, wird hier beschwert. Vielleicht, wenn wir die Preise erhöhen, passt das vielleicht alles wieder ein bisschen besser. Hier können wir auch mal ein bisschen schneller arbeiten. Da ist einiges los. Hier können wir, ja, mal gucken. Ich würde, glaube ich, auch fast wieder eine Putzkraft rausschmeißen. Wobei man halt hier sagen muss, eigentlich, jetzt haben wir gerade mal ein bisschen Ordnung im Parken. Es wird auch schon wieder schlimmer. Die nächste Bude fackelt ab. Ja, geil. Ja, hier Hochbetrieb. Wartungszustand ist hier auch schon ziemlich schäbig. Hier funkt schon ein bisschen. Ich frage mich gerade, wo das Wartungspersonal rummacht. Wo haben wir denn die Leute? Kann ja nicht sein. Wir haben auch schon zwei geupgradet. Kann ich das irgendwo sehen, wo mein Wartungspersonal rummacht? Personal, ja. Das sind wahrscheinlich die Sunnys, Reinigungskraft, da hinten funkt es gewaltig. Ist das Mechanikerin und so weiter? Könnte sich gerne mal um die brennenden Buden hier kümmern. Weil so kann ich auf jeden Fall keinen Gewinn einfahren. Ist das ein Mechaniker? Earl Thomas müsste eigentlich. Vielleicht sollten wir nur mal jemanden einstellen, der die Shops irgendwie in Ordnung hält, weil mit denen haben wir oft ziemlich Probleme. Aber so krass hatten wir es jetzt noch nicht. Machen wir es mal so. Der löscht jetzt mal das Feuer, damit wir hier wieder Geld einfahren. Wir machen so unglaublich Minus gerade. Weil die Shops hier auch keinen Gewinn mehr. Die waren vorher voll und jetzt alles kaputt. Das ist schon wirklich krass gerade, wie das alles den Bach runtergeht. Wir waren so gut, wir hatten voll viel Geld. Wisst ihr noch, vor 1,5 Folgen? Jetzt mittlerweile einfach komplette Katastrophe. Die Leute gehen unglücklich aus dem Park, weil sie zu blöd sind, die Sachen zu finden. Und so weiter und so fort. Alter Falter. Komm, gebt mal Gas hier. Wir müssen Geld einfahren, womöglich. Das hat sich halt alles so krass verändert. Und wie schnell auch. Wie schnell auch einfach. Von jetzt auf gleich komplett irgendwie die Besuchergruppen sich verlagern und dann zack, haben wir hier Probleme. Das können wir auch wieder ein bisschen reduzieren. Da wird gerade Müll ausgebrannt. Jetzt haben wir wieder diese gewöhnlichen Schlangen hier oben. Das ist doch schon mal schön. Ich würde fast hier die Energy Drinks auch ein bisschen teurer machen, oder?
Funkt es da schon wieder? Oder ist es einfach Thema Energy Drink? Nee, funkt schon wieder. Ist ein bisschen kaputt. Wir ziehen einfach gerade mal die Preise ein bisschen an. Hier ist so eine große Schlange. Genauso wie hier. Ist ziemlich in Ordnung. Komm, wir gehen einfach nochmal ein bisschen hoch. Der Mechaniker ist halt immer noch hier gerade dabei. Der kümmert sich aber jetzt aktuell erstmal nur um die Shops. Also Shops reparieren soll er auch machen. Shop instand halten und reparieren. Genau. Das soll er jetzt nur machen. Weil die bringen halt verdammt viel Knete ein. Hier sind auch schon wieder Leute unglücklich. Sucht Souvenirs. Irgendwie suchen alle Souvenirs. Wenn wir wieder Geld haben, müssen wir auf jeden Fall Souvenirs mehr bauen. So, okay. Wie sieht es sonst aus? Unterwegs zu einer Bank, um sich auszuruhen. Ja, wahrscheinlich geht er gleich wieder, weil er keine Bank gefunden hat, obwohl überall tausende Bänke sind. Ich habe so viele Bänke überall hingesetzt. So viele Bänke. Okay, hier ist auch die Schlange mittlerweile wieder ein bisschen größer. Dann können wir hier auch wieder ein bisschen mehr eingeben. Bisschen mehr einnehmen, nicht eingeben. Jo, da haben wir die Automaten. Die laufen ganz gut. Hier Robokampf. Preis ist ziemlich in Ordnung. Das wollen wir doch jetzt mal abändern. Wir fahren halt gerade wirklich extrem Minus ein. Ich denke mal, sobald ich das mit den Leuten wieder so ein bisschen eingespielt hat und wieder an die richtige Ort oder an den richtigen Orten gelagert hat, dann ist es wahrscheinlich hier auch wieder kein Problem, Geld einzunehmen. Jetzt sieht man hier mittlerweile, kommen wieder ein paar mehr Leute hier hinten raus, habe ich das Gefühl. Das heißt, man kann hier jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr gleich einnehmen und dann, wenn sich das wieder gut verteilt hat, dann läuft es vielleicht wieder. Muss man einfach mal schauen. Preis ist ziemlich in Ordnung, dann wollen wir das doch mal ändern. Das ist halt alles Minusgeschäft hier hinten. Hier ist jetzt mittlerweile auch wieder ein bisschen mehr los. Können wir auch wieder ein bisschen schneller machen. Hier ist halt immer noch krass. Aber gut, er kümmert sich jetzt wenigstens nur um die Läden. Damit da keiner ausfällt. So, 47 pro Fahrt. Ich bin überlegen, ob wir einen Kredit aufnehmen, damit wir so schnell wie möglich hier noch Bankautomaten und so weiter bauen können und ein paar Souvenirshops und so ein Zeugs. Ach, die Musik hier von dem Karussell, von dem Großen macht mich irgendwie ein bisschen aggressiv, keine Ahnung. Nee, das ist so richtige Trottelmusik, keine Ahnung, ich weiß nicht. Sehr merkwürdig. So, Ballonshop. Da ist jetzt auch ein bisschen mehr los. Hier wird es jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Es kommt immer drauf an, wo der Schwung an Menschen gerade rumläuft. Da kommt es immer so ein bisschen drauf an. So, jetzt hier gerade Kaffeeshop ist sehr beliebt, war vorher nicht so der Bringer. Man kann mal auf entspannt gehen, haben wir weniger Wartungskosten. Ja, hier ist natürlich alles wieder jetzt gestresst, alles wieder repariert hoffentlich. Ah, Wartungszustand ist hier noch nicht ganz so geil beim Pommes-Shop. Dreifach frittierte Pommes, das klingt irgendwie schwierig. So, wir haben wieder Punkte frei, um ein Fahrgeschäft cooler zu machen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wir haben hier hinten noch nicht ganz so coole Fahrgeschäfte. Wie wäre es denn mal, wenn wir hier in die Ecke mal wieder ein paar mehr Leute hinkriegen, oder? Das wäre doch vielleicht gar nicht so verkehrt. Deswegen würde ich fast hier, okay, das wäre für Erwachsene, das wäre für Familien. Wenn wir so ein paar mehr Familien wieder hier hinten rausbekommen, oder? Das wäre doch, glaube ich, was ganz Nices. Und da hier vorhin nicht ganz so viel los war, würde ich fast sagen, wir nehmen einfach mal das. Da haben wir Rentabilität wieder ein bisschen mehr. Oh, das wäre natürlich hier viel besser. Aber das sind halt jetzt gerade keine Erwachsene. Oder weniger Erwachsene.
Das ist auch das Problem gerade. Begeisterung und Spaß wäre da ein bisschen mehr. Ich würde fast versuchen, die Familie wieder ein bisschen mehr nach hier hinten zu bekommen. Deswegen gehen wir hier auf das Geschäft, machen die Balance ein bisschen größer und dann läuft das hier hoffentlich auch ein bisschen besser. Vielleicht lockt es jetzt wieder ein paar mehr Familien hierher. Weil dann laufen auch die Shops hier hinten wieder besser. Vielleicht laufen die dann hier hinten entlang. Dann kommen da vielleicht auch wieder ein paar mehr Leute hin und kaufen da was. Verzweifelt der Versuch. Nee, irgendwie kann man ja auch Kredite aufnehmen. Genau hier. Kreditsumme 10.500, das ist voll viel. Zinsenfreundlich, zinsengierig. Für 5.000er Kredit, 20.000 böse, gierig. 10.500 wäre als Kredit okay. Monatliche Rückzahlungsrate, könnte man dann gucken. Falls wir das jetzt demnächst nicht in den Griff kriegen. Aber ich denke mal, wir kriegen das auch so wieder irgendwie gewuppt. Was ist hier los? Hat Hunger. Hat Hunger. Da ist ein Automat. Da gehst du da hin, holst dir was, bist wieder glücklich. Kommst auf dem Weg noch an ganz vielen Snackshops vorbei. So, die Person hat erst 47 Dollar ausgegeben, ist aber wenig. Hat noch im Geldbeutel 75. Wunderbar. Ich hoffe, sie ist jetzt wieder ein bisschen glücklicher. Ist immer noch rot. Warum? Warum unglücklich? Verlässt den Park unglücklich. Warum? Also hier hinten ist halt wirklich gerade die Todesfalle für meine Parkbesucher. Aber das kriegen wir auch wieder hin. Gar kein Thema. Das Minus sah schon böse aus. Warum haben die den Park verlassen? Weil unglücklich. So, entspannt ist auch zu langsam, also gehen wir hier mal auf gemäßigt. Hier ist auch die Hölle los. Aber beschweren sich noch nicht wegen Preis. Also machen wir da weiter. Ziehen wir da noch ein bisschen mehr an. Hier ist gerade nichts los. Da ist quasi auch nichts los. Da gehen wir gerade mal zurück auf entspannt. Haben wir weniger Kosten wieder. Da ist natürlich immer noch die Hölle los. Wundert mich auch gar nicht. Da ist noch die Hölle los. Und da hier Energy Drink Shop ist halt wirklich komplett verrückt. Ja, gut. Was machen wir da? Gehen wir hier aus der Synchronisation raus. Erhöhen vielleicht. Wobei, nee, komm, wir synchronisieren die. Heben da nochmal im Preis ein bisschen was an. Dann nehmen wir nochmal ein bisschen mehr ein. Toilettengebühren. Ziemlich in Ordnung der Preis. Schnäppchen. Wer beschwert sich da? Scheint überfüllt zu sein. Okay. Mal hier mal auf 80. 80 Cent pro Toilettengang. Oh, Döner. Döner ist auch wieder sehr beliebt. Hier füllt sich jetzt mittlerweile. Irgendwie fackelt nur ein bisschen was. Scheiße. Wie sieht es hier hinten aus? Die Pizza ist nicht so ganz beliebt an der Position. Der Automat läuft aber. Der ist ab vom Schuss und der läuft. Okay, wir haben wieder ein paar mehr Leute hier an. Oh, alter Falter, die Luftballons schweben ja jetzt richtig. Ja, das ist geil. Ja, das ist natürlich geil. Die sind mit einem Seil befestigt. Das ist ein geiles Fahrgeschäft. Gefällt mir. Aber da stehen jetzt die Leute Schlange tatsächlich. Und der Preis ist in Ordnung. Dann gehen wir doch gerade nochmal 30 Cent hoch. Gucken wir doch gerade nochmal nach der Wartung. Oder? Der Wartungszustand. Ja, da sind wirklich die Buden gerade alle am Fackeln. Brennt. Brennt bald. Brennt bald. Brennt bald. Das ist halt wirklich noch so ein Problem gerade, dass die dann halt ausfallen. Wir haben den einen Mechaniker, der eigentlich sich nur um die Shops und so weiter kümmert. Mich nervt es halt so ein bisschen, dass diese Logik, oder diese Unlogik, sagen wir lieber mal, diese Unlogik von den Angestellten. Die laufen an einem brennenden Geschäft vorbei und denken sich, nö, ich habe mein Ziel gerade da hinten, ich mache erstmal das, ist komplett unwichtig, aber ist wurscht. Die Flammen fliegen.
Ja, warum, wenn der vorbeiläuft, warum geht er nicht erstmal dahin und geht dann weiter? Das ist schlimm kaputt, das ist hundertprozentig kaputt. Nee, 10% ist noch, ist in Ordnung. Brennt nur ein bisschen. Warum gehen die da nicht dahin? Warum ist sowas nicht priorisiert? Genauso beim Müllputzen. Warum laufen die über den Müll drüber, die Reinigungskräfte? Und sammeln den nicht auf. Das ist auch mal so ein bisschen ärgerlich. Oh, hier bei den Ballons ist auch gar einiges los. Unser Minus wird, glaube ich, langsam wieder ein bisschen, oder geht langsam wieder in die richtige Richtung. Wenn vielleicht nicht meine ganzen Buden abfackeln. Okay, da ist jetzt ein Mechaniker da. Das ist der, der sich nur um die Shops und so weiter jetzt kümmert. Bis er natürlich von A nach B gelaufen ist, weil ich könnte mir vorstellen, von der Spiellogik her, der repariert jetzt gerade was da hinten und hat vielleicht hier 10 Sachen kaputt. Und hat aber auf seiner Liste, dass er erstmal nach hinten hinläuft, irgendwas reparieren. So könnte ich mir das vorstellen. Dann läuft er hier tagelang durch die Gegend und dann sind natürlich da hinten die schon kaputt, obwohl die eigentlich auf seinem Weg gelegen hätten. So ist das hier leider, glaube ich, manchmal von der Logik von dem Spiel. So, jetzt sind die Äpfel aber auch wieder in. Kurzer Ruckler wegen Speichern wahrscheinlich. Ja, das ist jetzt alles wieder in. Das ist auch wieder einigermaßen am Laufen, können wir auch wieder anheben. Ich glaube, das fängt sich jetzt langsam wieder. Das ist nun mal jetzt wieder so ein kleiner Moment gewesen, wo die Leute sich anders verteilt haben. Jetzt haben sich wahrscheinlich alle wieder einen Weg gesetzt, wo sie langlaufen wollen. Und dann läuft das ein bisschen. Und dann müssen wir, sobald wir halt Geld haben, unten bei dem großen Karussell unbedingt nochmal ein bisschen nachhelfen. Wie sieht es denn hier aus? Der Preis ist ziemlich hoch. Na, weiß ich nicht. Das ist halt hier gerade wieder Wahnsinn. Was hier los ist. Gestresst. Beziehungsweise Geschwindigkeit halt eingestellt auf gestresst. Preis ist ziemlich in Ordnung, immer noch. Gut, dann gehen wir da auch nochmal ein bisschen höher. Oh, wir haben wieder eine schwarze Zahl da stehen. Müssen wir jetzt nur eine Zeit lang durchhalten. Preis ist ziemlich in Ordnung. Das können wir ändern. Ja, um nochmal ein paar Erwachsene dann hierher zu ziehen, glaube ich, das Riesenrad nochmal ein bisschen abgeändert. Da ist immer noch die Schlange, aber ich glaube, gemäßigt passt hier ganz gut. Ein bisschen warten kann man ja, man muss ja nicht sofort drankommen. Kurz warten kann man mal ja. Kann man ja mal. Was sagt hier der Preis? Ist ziemlich in Ordnung. Sollte man mir niemals sagen. Das Karussell ist halt auch komplett leer. Das ist für Erwachsene was, für Familien, für Teenager. Aber das ist halt meistens im Leerlauf, sagen wir es mal so. Preis ist ziemlich in Ordnung. Wir könnten aber für die Fahrten, für die Leute, die mitfahren wollen, können wir es ein bisschen teurer machen. Da noch ein bisschen Geld einfahren. Ansonsten, ihr seht's, wir sind wieder auf den richtigen Weg. Ein paar Preisanpassungen haben uns wahrscheinlich gerettet, beziehungsweise man sieht jetzt, der große Schwung, der hier runtergerannt ist, als ich das hier gebaut habe, der verteilt sich jetzt wieder anders im Park. Die Leute, die jetzt kommen, die laufen jetzt nicht direkt da unten hin, sondern die gehen jetzt wieder hier von Geschäft zu Geschäft quasi, gehen in den Bereich, wo sie die Fahrgeschäfte haben, die sie mögen. Und das zieht die Leute auch nochmal ein bisschen mehr nach hier hinten. Man sieht zwar immer noch, der Weg ist ziemlich leer, aber es ist, glaube ich, wieder ein bisschen mehr als vorher. Somit ist da alles in Ordnung. Hier, Energy Drink Shop ist halt immer noch wirklich krank. Das ist halt immer noch ziemlich krank. Würde ich gerne noch ein bisschen mehr verkaufen auf einmal. Also am besten noch eine Person reingestellt, die noch mitverkauft. Softdrinks ist so, naja. So, Toilette läuft auch. Luxustoilette, was verlangen wir hier? Also für die normale Toilette verlangen wir 70, 80 Cent, weißt du? Und hier für die einfach mal gar nichts. Da haben wir voll Geld verloren. Genauso hier hinten haben wir auch eine Luxustoilette. Gehen wir auch mal auf 70, 80 hoch, würde ich sagen. So, gehen wir auf 80. Können sich die Leute dann drüber beschweren? Preis ist ziemlich in Ordnung, steht da. Ja, glaube ich auch. So,
Karussell ist jetzt ein bisschen weniger los, dafür sind die Leute, wie gesagt, wieder ein bisschen verteilter. Die wurden nur durch das eine Geschäft jetzt alle irgendwie nach da unten gezogen, sind so an den Geschäften vorbeigelaufen, waren dann unglücklich. Und jetzt verteilt sich das alles wieder mehr. Ja, man sieht es hier hinten, ist jetzt ein bisschen mehr Gewusel wieder. Ja, wir haben es, glaube ich, überstanden. Wir haben das Minus überstanden, die Phase ist vorbei. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber man muss halt bei sowas immer die Ruhe bewahren. Das ist bei so Spielen halt manchmal so. Gerade wenn man irgendwelche Sachen ändert, dann positionieren sich die Leute nochmal neu, wollen erstmal woanders hin und das und das und das und das. Und dann fehlt dir halt mal kurzes Geld, weil sich das alles neu orientiert quasi. Und dann musst du halt manchmal abwarten, vielleicht mal Kleinigkeiten ändern, Preise nochmal ein bisschen anpassen. Das fängt sich dann wieder. Gibt sehr viele, die schieben dann Panik und scheiß Spiel, funktioniert nicht richtig oder keine Ahnung. Schieben Panik, verkaufen alles, schmeißen alle Mitarbeiter raus. Braucht man in den meisten Fällen gar nicht. Braucht man in den meisten Fällen überhaupt nicht. So, da läuft's einigermaßen. Der Boden sieht ja auch jetzt mittlerweile richtig super aus. Also diese zwei, drei Personen, die jetzt wirklich sich nur um den Boden kümmern beim Müll, die machen einen richtig guten Job. Richtig guter Job. Preis ist ziemlich in Ordnung. Huch. Die Leute, die mitfahren, die nehmen wir auch noch richtig aus. So. Die Toilette. Der Preis ist sehr hoch. Ich würde fast sagen, ja genau, die kleinen Toiletten sind alle synchronisiert. Da gehen wir mal auf 70 und die Luxustoiletten, die synchronisieren wir jetzt auch mal. Die Luxustoiletten gehen wir mal auf 85 oder gehen wir auf 90, ist vielleicht ein bisschen hoch. Da kommen doch 90. Das sind Luxustoiletten. Ich weiß nicht, ob das auch einen Unterschied macht, ob ich die normal oder die Luxus baue, ob da unterschiedliche Klassen reingehen. Wahrscheinlich aber nicht, oder? Ich weiß es nicht. Da geht alle gerne rein. Und bei der normalen Toilette geht niemand gerne rein. Okay. Beziehungsweise nicht so besonders gerne. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, mittlerweile. Pizza ist wieder Stress hier. Ja, manchmal kommt so Schwankungen auch in Spielen zustande, wenn du halt was Neues baust und das Spiel dann irgendwie dann neu durchrechnet quasi, ja, ab jetzt schicken wir mehr Teenager hin oder mehr Erwachsene oder das und das. Kann es auch passieren, dass man dann mal so ein bisschen hier finanziell einbricht, aber das ist jetzt auch nichts Wildes. Einfach die Ruhe bewahren. Ruhe bewahren und weiterbauen, wenn möglich. Wir haben jetzt die ganze Zeit zwar nichts wirklich gebaut, wir beobachten eigentlich schon die ganze Situation, die ganze Zeit, wie unser Geld sich wieder verändert. Ich habe aber jetzt schon Pläne. Also wir werden auf jeden Fall hier nochmal ein Geldautomat hinbauen, hier unten. Wenn die Leute hier rauskommen, die jammern alle, die da rauskommen, dass sie kein Geld haben oder ein Geldautomat suchen, dass wir das wenigstens denen schon mal abnehmen. Ansonsten Energie, ja, er hat wieder keine Energie. Es sind ja 1000 Bänke wieder überall. Wahrscheinlich wird er wieder nicht auf eine Bank draufgehen. Was ich mir aber noch denken könnte, was vielleicht so vom Spiel so ist, ich weiß nicht, ob der die Bank jetzt wahrnimmt. Nimmt er die Bank wahr? Ja, nimmt er wahr. Hätte jetzt sein können, dass vielleicht für die rechte, also wenn ich jetzt da eine Bank hingesetzt hätte, die Leute, die genutzt hätten, die so rumlaufen und vielleicht auf der Seite die so rumlaufen, aber nee, die nehmen tatsächlich beide Seiten wahr. Gut. Warum genau wird er jetzt unglücklich, während er auf der Bank sitzt, um sich zu erholen, um Energie aufzubauen? Ich könnte mir vielleicht vorstellen, weil hier keine Deko ist. So, jetzt ist... Achso, das hat abgenommen, weil das auf 0% stand. Jetzt hat er wieder Energie, jetzt rennt er wieder los. Der Sean Jackson rennt jetzt wieder los mit seiner komischen Mütze auf dem Kopf. Okay, jetzt sehe ich es natürlich, wenn ich ihn so folge, dann sehe ich es wieder nicht. Und er hat jetzt was genau vor? Unterwegs zu schwebenden Ballons. Also der läuft jetzt bis zur anderen Seite vom Park. Der hat jetzt einen verdammt weiten Weg vor sich. Kein Wunder, dass der rennt. Weil von hier bis zur anderen Seite, da läufst du ein bisschen hier. Da bist du lange unterwegs. Sucht Souvenirs. Die hier hinten suchen alle Souvenirs. Wir brauchen hier hinten Souvenirs. Geldautomat und Souvenirs. Also, ihr wisst, wie der Plan ist. Wir brauchen Geldautomat und Souvenirs. So, wie sieht's hier aus? Mittlerweile haben wir hier eine Riesenschlange. Total begeistert. Der Preis ist ziemlich in Ordnung. Sollte man mir niemals sagen. Dann haben wir das auch wieder angepasst. Wie sieht's hier aus? Ziemlich faul. Keiner will irgendwie hier Energy Drinks haben. Ich weiß nicht, warum die da oben so beliebt sind. Beziehungsweise wir werden lauter Fahrgeschäfte wahrscheinlich für Teenies hier oben haben. Deswegen sind da so viele und die wollen alle Energy Drinks. Und Pommes. Energy Drinks und Pommes.
haben wir hier. Gemäßigt, kleine Schlange ist voll in Ordnung. Hier ist die Hölle gerade los. Ah, UFO-Ballons. Sehr schön. Döner gibt auch Vollgas, der ist aber auch fast am Brennen. Ich würde hier so gerne... Ich weiß nicht, beim alten Teil konnte man da nicht per Klick irgendwie sagen, dass da jetzt irgendwie ein Mechaniker hinkommen soll, so schnell wie möglich oder so. Das geht halt irgendwie bei diesem Spiel nicht. Oder ich sehe es auf jeden Fall nicht. Hier ist gerade eigentlich auch voll gechillt. Da können wir wieder auf gemäßigt runtergehen. Hier gestresst können wir, glaube ich, auch auf gemäßigt oder auf schnell runtergehen. Die Pizza entspannt läuft. Kleine Schlange ist okay. Die Pommes hier, da ist eine große Schlange. Da können wir aber auch nichts mehr erhöhen. Da gehen wir mal auf schnell beim Kakaoshop. Ansonsten hier ist immer noch alles entspannt. Gut, aber finanziell, es geht auf jeden Fall die richtige Richtung. Hier können wir auf entspannt gehen, da ist nicht ganz so viel los. Ja, sehr schön. Gut. Geröstete Nüsse, Kaffeekauwürfel. Kaffeekauwürfel? Das klingt irgendwie pervers. Ich bin ja nicht so der große Kaffee-Fan. Ich rieche Kaffee nur gerne. Das ist immer so die Sache. Genau. Ja, hier unten ist das Reich der unglücklichen Leute. Vielleicht, weil auch so wenig Deko da ist, dass das irgendwie auch noch auf das Gemüt von denen schlägt. Genauso wie hier, verlässt den Park unglücklich, sucht Souvenirs, hätte sich hinsetzen können, haben keinerlei Energie mehr. Wir haben hier tausende Bänke, die sind alle frei, die wollen sich nicht draufsetzen, die gehen dann unglücklich. Das verstehe ich halt überhaupt nicht. Wir könnten theoretisch hier dann noch ein paar Bänke auch hinsetzen, aber ich verstehe es halt überhaupt nicht. Hier sind halt überall Bänke. Also, boah, die sind aber auch wirklich zu blöd, um durch den Park durchzulaufen. Haben Hunger, haben Durst, müssen aufs Klo. Verlassen jetzt den Park unglücklich. Es ist alles hier. Es sind Snacks, Getränke. Ihr lauft am Klo vorbei. Ihr lauft am Essensshop vorbei. Leute. Leute, Leute, Leute. Das kann einfach nur an der Musik hier liegen. Wo konnte man denn die Musik nochmal anpassen? Da, Karneval. Aber auch alles irgendwie nicht. Dann doch lieber das. Oh Gott. So, wir sind gleich wieder raus aus dem Minus. Sobald wir das sind, ich würde sagen, wir lassen die Zeit einfach mal ein bisschen schneller laufen. Dann müsste ja auch das Geld eigentlich schneller fließen. Genau, jetzt tun die ganzen Fahrgeschäfte und so weiter, die Leute durch die Gegend rasen. Wir haben übrigens um die 2200 Besucher aktuell. Ziemlich in Ordnung, der Preis. Da tun wir nochmal ein bisschen nachhelfen. So, hier im Kakaoshop ist mittlerweile auch wieder alles gut. Tun wir auch wieder eine Stufe runtersetzen bei den Pommes. Momentan laufen die Leute wieder ein bisschen anders anscheinend. So, da geht die Party gerade ab. Ja, hier ist halt wirklich Chaos. Chaos. Vielleicht müssen wir nochmal alternative Sachen hier hinbauen. Das ist halt für Teenager, Familien, das ist für Erwachsene. Wir haben für alle was hier und für alles staut sich hier und ist eine Schlange da. Das ist halt ein bisschen schwierig. Das müssten wir irgendwie noch ein bisschen auseinanderstrecken können. Aber gut, wir gucken jetzt erstmal darum, dass, oder hier, dass wir noch eine Bank dann bauen. Und Geldautomat. Und so ein Zeugs machen. Ja, momentan wird unser Plus wieder ein bisschen weniger, warum auch immer. Hier will keiner mehr Äpfel haben, alles klar, dann tun wir das wieder abändern. Pommesbude muss auch wieder ein bisschen schneller arbeiten. Da sind jetzt aktuell wieder mehr Leute. Hier sind auch jetzt wieder mehr Leute unterwegs. Hinten ist jetzt gerade wieder ziemlich tote Hose. Das schwankt halt alles so extrem. Was sagen die Leute hier? Ziemlich in Ordnung. Preis ist ziemlich in Ordnung. Gehen wir auf 75.
Und bei der Luxustoilette, was sagen die Leute da? Preis ist ziemlich in Ordnung. Gehen wir auf den Euro. Oder 1,20 oder 1,15? 1,15? Ziemlich in Ordnung. Gut, gehen wir auf 1,20. Luxustoilette. Irgendwie müssen wir ja Gewinn machen, oder? Und aufs Klo gehen müssen Leute, also müssen sie dann bezahlen. Also können wir so Gewinn machen. Gut, wie sieht's hier aus? Preis ist ziemlich in Ordnung. Einer sagt, Preis ist ziemlich in Ordnung. Andere sagt, Preis ist, naja. Gut. Wir tun auf jeden Fall gleich sowieso nochmal ein paar mehr Leute anlocken. Wir werden gleich nochmal eine Verbesserung vornehmen. Alles nochmal ein bisschen verrückter machen. Und ja, ich bin überlegen, ob wir mehr Leute wieder hier hinten rauslocken. Das heißt, ob wir das dann upgraden. Boah, wir haben wieder 92 plus. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es aus dem Minus wieder rausgeschafft. Hat jetzt eine halbe Stunde gedauert. Gut. Das. Kleiner Geldautomat. Wir bauen nochmal einen hier hinten ins Eck. Direkt bei den Leuten. Was wir noch machen werden, ist Bank. Direkt hier beim Ausgang. Dass sich gleich Leute hinsetzen können, bevor sie zu unglücklich sind und dann wieder nach Hause gehen. Ich verliere dann Geld. So, die sitzen bei 7% Energie. Die sind natürlich hier noch voll drauf, oder? Da müssen wir noch irgendwas mit Souvenirs hier hinsetzen. Weil die suchen alle Souvenirs. Alle. Ich lasse die Zeit gerade noch mal ein bisschen schneller laufen, damit wir ein bisschen mehr Geld reinkriegen, dass ich Souvenirs, Souvenirshop bauen kann. Scherzartikelshop. Was haben wir denn jetzt hauptsächlich gerade hier hinten rumrennen? Frau Meier und Begleitung, Herr Riva und Begleitung, Herr Kennedy und Begleitung, das sind ja alles nur Erwachsene. War das auch für Erwachsene? Ja, das war auch für Erwachsene. Ja, dann kein Wunder. Gut, wir brauchen also Souvenirs hauptsächlich für Erwachsene. Hutshop. Da hilft nur ein Hutshop. Wir brauchen Geld. Wie viel kostet es? 350. Heißt, alle, die hier dann reinkommen, kaufen sich dann hier einen Hut. Ich hoffe, der Plan geht auf. Und geht vorher noch zum Geldautomat hier. Ich hoffe, der Plan geht auf. So, ihr sucht doch bestimmt alle einen Hut, oder? Herr Henry und Begleitung, ihr sucht einen Hut. Sucht Souvenirs. Ja, die wollen alle Souvenirs haben. Das heißt, alle, die hier wirklich rauskommen, vorne reingehen, hier rauskommen, kaufen sich hier Souvenirs. Der Plan steht. Ich hoffe, der geht auf. Sobald wir Geld haben. Da scheitert es gerade noch ein bisschen dran. Der Geldautomat hier rechnet sich auch noch nicht so wirklich. Da suchen sie alle erst Geldautomaten und dann auf einmal doch nicht mehr. Leute, Leute, Leute. So, da geht's mal auf entspannt. Da staut sich ein bisschen. Da sind übrigens auch Souvenirs, aber halt nicht für Erwachsene. So, es wird mal wieder dunkel. Dann sehen wir den ganzen Park nochmal bei nächtlicher Pracht. Den aktuellen Stand. Gut, wir können auch ein Fahrgeschäft wieder geiler machen, aber wir haben jetzt auch genug Geld für einen Shop. Und die Erwachsenen hier, die wollen unbedingt Souvenirs haben, die kriegen Souvenirs. Und zwar einen Hutshop. Ich hoffe, die sind glücklich damit. Jo, und werden auch fast da dran geschleudert. Ich würde mal sagen, wir gehen wieder auf normale Geschwindigkeit. So, und jetzt alle, die eigentlich da rauskommen, sollten sich eigentlich hier einen Artikel holen. Ich würde den gern von der Größe ein bisschen größer haben. So richtig schön auffällig. Hier. Hüte. Genau. Den haben wir übrigens noch gar nicht bei dem anderen Shop. Den müssen wir unbedingt noch zum anderen Shop hinbauen. So, Größe gehen wir gerade mal wieder auf 100%, würde ich sagen, erstmal. Wo war denn der andere Hutshop? Der war doch irgendwo, das war Scherzartikel, glaube ich. Das war der andere Hutshop. Will ich doch nochmal gerade größer machen. Und dann vielleicht hier einfach so hin. Einfach als Deko. So, genau. Dann gehen wir hier wieder runter. Bevor ich es wieder vergesse umzustellen, dann haben wir auch, das letzte Mal hatte ich ja schon mal, oder vor einigen Folgen habe ich die Variablen ja mal umgestellt. Und da kamen ja ständig irgendwelche komischen Sachen bei raus. Beziehungsweise die Lampen mit den unterschiedlichen Größen. Das war ein bisschen gruselig. Okay, Pizza ist gerade wieder der Renner. Jetzt
So, wir beobachten die ganze Situation jetzt mal. Die kommen ja nicht mal aus dem Karussell raus. Sucht Souvenirs. Wehe, ihr findet die jetzt nicht. Wehe, ihr findet die jetzt nicht. Okay, ihr seid aber vielleicht auch Teenies. Seid ihr Teenies? Ihr seid Teenies. Okay, ihr wollt vielleicht keine Hüte haben. Ihr wollt vielleicht keine Hüte haben. Aber da hier hinten alle Souvenirs suchen, würde ich auch fast für Teenies nochmal einen Shop hinsetzen. Wenn ich es finde. So. Teenager. Vielleicht direkt gegenüber? Die rennen alle am Souvenirshop vorbei. Was ist los bei euch? Ihr wollt alle Souvenirs haben. Sucht Souvenirs. Ihr macht mich fertig, Leute. Ihr macht mich fertig. Sucht Souvenirs. Sucht einen Geldautomaten. Ich gebe es bald auf mit denen. Die sind hier unten im Park, sind die einfach zu doof. Sucht Souvenirs. Ich sitze hier gerade die ganze Zeit da mit Schütteln im Kopf. Vielleicht Familien-Souvenirs, aber Balance haben wir doch da hinten schon. Ey, endlich läuft mal jemand dahin. Ich geh mal auf entspannt runter, weil irgendwie... Die wollen ja nicht, die wollen und wollen irgendwie nicht. So, bisschen mehr Aufmerksamkeit hier. Die Lampe würde ich auch gerne nochmal ein bisschen versetzen, damit wir hier die Kreuzung so an sich ein bisschen heller haben. Vielleicht auch hier nochmal eine hin. Und dann hier nochmal eine. Hier die ganzen Sachen müssen wir auch noch alles dekorieren. Ich bin gerade eigentlich nur am Ausbauen statt am Dekorieren. Aber ich habe mir jetzt eigentlich erhofft, dass die Leute, die da rauskommen, direkt zum Souvenirshop rennen. Die haben sich wenigstens was geholt. Sucht einen Geldautomaten. Handkopf. Oh Gott. Okay, hier unten haben wir gerade aktuell sehr wenig los. Vielleicht gehen wir vom Preis nochmal ein bisschen runter. Ja, gut. Wie sieht's hier hinten aus? Wir müssen ja immer überall ein Auge drauf haben. Gehen wir mal auf gemäßigt. Ansonsten, da ist jetzt gar nichts mehr los. Preis ist sehr hoch, das spricht sich natürlich rum. Aber wir haben jetzt fast 100 Besucher mehr im Park. Preis ist sehr hoch. Wir gehen wieder ein Stück runter. Wir sind ja momentan wenig im Plus, aber wir sind im Plus. Das läuft alles hoffentlich. Da läuft's. Ja. Hier ist gerade die Hölle los. Preis ist ziemlich in Ordnung von Steinschleuder. 77. Und? Ihr sucht Souvenirs? Jawohl. Was sucht ihr? Sucht Souvenirs. Muss ich jetzt wirklich nochmal für Kinder irgendwie Balance da hinsetzen? Aber wir haben doch hier den Shop. Mehr Souvenirs haben wir aktuell noch nicht. Kann sein, dass die irgendwas Bestimmtes suchen und wir das vielleicht nicht haben. So, was ist mit euch los? Ihr seid nicht so ganz glücklich. Sucht einen Geldautomaten. Wehe, ihr lauft jetzt da vorne beim Geldautomaten vorbei. Ich schlag euch. Nein, man schlägt nicht. Wir haben jetzt hier innerhalb ein paar Meter zwei Geldautomaten. Woran liegt's? Weil Schlange oder was? Okay, die gehen jetzt erstmal in den Snackautomaten. Hunger haben sie schon mal nicht mehr. Die suchen aber immer noch einen Geldautomat. Da kriegst du da echt. Kriegst du da echt Krämpfe. Sobald da anscheinend eine Person dran steht, gehen die nicht mehr, stellen die sich da nicht an. Das ist wahrscheinlich bei diesen Geldautomaten und Snackautomaten so ein Problem. Da gibt es keine Schlangen, könnte ich mir vorstellen.
Hier haben wir aber nochmal einen Geldautomat. Da geht aber gerade schon wieder jemand dran. Da ist er wahrscheinlich auch gleich wieder belegt. Vielleicht müssen wir... Die suchen alle einen Geldautomat. Vielleicht müssen wir unbedingt mehr Geldautomaten setzen. Sucht Geldautomat, sucht Geldautomat. Ich glaube, wir brauchen mehr Geldautomaten. Bei den Preisen, die wir verlangen, brauchen wir, glaube ich, mehr Geldautomaten. Am besten bei jeder Bude ein Geldautomat hingesetzt. Das gefällt mir aber nicht so, wenn er da steht. Vielleicht... Wir haben da zwar einen, aber vielleicht wäre hier nochmal einer nicht schlecht. Vor dem Vergnügungsplatz hier quasi einen Geldautomaten haben und davor. Also dahinter und davor meine ich natürlich. Weil die suchen alle Geldautomaten. Ich habe da glaube ich einfach viel zu wenige da. Und natürlich können die Leute dann nichts fahren, wenn sie kein Geld mehr haben. Oder wenn dann unglücklicherweise kein Geld mehr haben. Und bei diesen Automaten stellen sich halt die Leute wirklich nicht wirklich an. Wirklich nicht wirklich an. Das ist natürlich auch ein guter Satz. Vielleicht brauchen wir hier auch nochmal einen Geldautomat. Direkt nehmen wir die Delikatessen, damit die Leute erstmal hier aufgeschreckt werden. Und dann gehen die da vielleicht direkt hin und holen sich Geld. Sucht einen Geldautomaten. Ja, das kleine Kindchen. Das ist ein schönes Detail. Ihr sucht immer noch einen Geldautomaten. Ihr wart doch gerade am... Die sind am Geldautomaten und suchen dann nach dem Geldautomaten wieder einen Geldautomaten. Genau, Parkeingang könnten wir notfalls auch noch Geld einnehmen. Aber ich will das eigentlich nicht, weil wir haben jetzt hier das System, jedes Fahrgeschäft kostet Geld. Man kann es aber bestimmt auch so machen, dass nur der Parkeintritt Geld kostet. Das wäre dann auch nochmal irgendwann ein Experiment wert. Neuen Park machen, Parkeintritt verlangen und je mehr Fahrgeschäfte man hat, desto höher wird der Parkeintritt. So wie es auch in der Realität oft ist. Ja, beziehungsweise ich kenne das nur so beim Europapark und sonst wo. Das wäre auch nochmal eine Idee. Schon 67 Minuten im Park. Wird Zeit, dass sie geht. So, Geldbeutel haben sie noch 48. Geld. Geldausgaben haben sie schon fast 200. Der Preis viel zu hoch. Kleiner Geldautomat 12. Ja, die beschweren sich über den Preis von dem Geldautomat. Wir machen es mal so. Die Leute gehen da hin und gehen wieder weg, weil der Preis ist zu hoch. Wir nehmen jetzt einfach nur ein bisschen was für die Geldautomaten. Vielleicht tun wir damit auch das Problem wieder in den Griff kriegen. Preis ist ziemlich in Ordnung. Gut, 87. Was sagen die Leute hier? Preis ziemlich in Ordnung. Der Preis ist sehr hoch. Ja, okay. Ein paar sagen, ist in Ordnung. Ein paar sagen, ist zu hoch. Wir gehen mal ein bisschen runter. So, jetzt hier unten bildet sich auch langsam wieder eine Schlange. Finde ich gut. Was ist mit euch los? Wieder unglücklich? Nee, sehr glücklich. Geht so, großer Snackautomat. Finde ich gut. Lasst euch schmecken. Hier können wir dann auch ein paar Dekoblumen noch aufs Wasser bringen, würde ich sagen. Früher oder später. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn das so funkt. Wir brauchen unbedingt mehr Wartungspersonal. Ich stelle nochmal eine Person ein. Müssen die vielleicht immer upgraden. Wir können aber jetzt erstmal noch ein Fahrgeschäft upgraden. Und ich will ja, wie gesagt, noch ein paar mehr Leute hier hinten wieder hinlocken. Deswegen würde ich fast dazu tendieren, dass... Rat der Liebe zum Verkuppler zu machen. Und deswegen machen wir... Oh, ist das süß. Schon haben wir das Rat der Liebe zum Verkuppler gemacht. Das ist schon... Ich finde die Namen auch mega. Die Namen sind mega. Ich finde die Fahrgeschäfte sind mega. Ich finde, dieses Spiel versetzt einen auch so ein bisschen in Rollercoaster Tycoon Feeling, ja, obwohl es was komplett anderes ist, weil es halt ein bisschen übertriebener ist, aber mit diesen ganzen Leuten einen schönen Park aufbauen, so viele Deko-Elemente, die Fahrgeschäfte, dass man einfach... Man kann sich einen normalen Park aufbauen, man kann aber auch krasse Fahrgeschäfte aufbauen und ich mag dieses Spiel einfach. Ich finde, es hat einfach eine total tolle Atmosphäre. Es ist farbenfroh, bunt, es macht Spaß, es ist nicht zu schwer, es ist nicht zu einfach, es ist, man hat so viele Möglichkeiten, es ist einfach wirklich ein richtig tolles, cooles Spiel. Ich kann es halt wirklich nur empfehlen. Genau, so. Wir könnten auch so einen Animationspunkt eigentlich auch mal hier drüben hinsetzen. Da
Dann werden auch mal die Leute hierher gezogen. Wäre jetzt gerade nochmal so eine Idee. Ich weiß aber jetzt wieder nicht mehr, wo ich diesen Stern her hatte. Das ist gerade vielleicht das Problem. Ich glaube hier irgendwo, oder? Da, Unterhaltungspunkt. Dass man vielleicht die Leute auch hierhin lockt, aber das sind wieder alles so doofe Positionen, wo sie dann wieder die Wand anguckt. Hier vor der Bank. Wir beschallen die Leute auf der Bank. Das ist doch ein Plan, oder? Das ist doch ein guter Plan. Die armen Leute. Aber mich freut, dass der Weg sauber ist. Dass wir das mittlerweile unter Kontrolle haben. Ansonsten, ja, hier oben müssen wir natürlich gucken. Da müssen wir auch mal ein bisschen mehr Parkattraktivität wieder herbekommen und Spaßwertung. Genau, wir gucken gerade mal nach dem Spaßwert. Wo habe ich das nochmal gesehen? Das ist die neue Euphorie. Hatten wir nicht Spaß extra angezeigt irgendwo? Besucherfeedback, Verwendung, bla bla bla. Gewinn, Wartungszustand. Ja, Wartungszustand ist hier unten halt gerade richtig bitter. Konnte man das nicht irgendwo sehen? Glücksgefühl, Trinken, Toilettenbedürfnis, Energie, Übelkeit. Sucht Souvenirs. Ich glaube, das haben wir mittlerweile auch gestillt. Na, egal. Wir werden dann so die Spaßwertung irgendwie noch hochboxen. Das auf jeden Fall. Und noch gerade mal gucken, hier Animateure. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Oder wir müssten die halt... ja, upgraden. Wir haben noch keinen Animateur geupgradet. Hier, die hat gerade Spaß. So. Soll Besucher unterhalten und Auftritt Unterhaltungspunkten. Wir haben ja noch einen Punkt übrig. Wir könnten nochmal so... eine upgraden. Nicht auf die Worte. Das hier ist so unglaublich genial, dass du die Lücken einfach selbst füllen musst. Ich hoffe, dass dir nicht buchstäblich der Kopf wegfliegt. Mir ist gerade auch mal kurz die Sprache verschlagen gewesen. Wie cool einfach. Es läuft hier so ein riesen Viech durch die Gegend. Oh, ich mag dieses Spiel einfach. Ich mag dieses Spiel einfach. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich nehme jetzt fast hier schon wieder 3 Stunden am Stück auf. Sogar schon länger. Wenn ich das Spiel einmal angefangen habe, ich kann einfach nicht aufhören. Ich kann einfach nicht aufhören. So, da können wir mal ein bisschen schneller machen. Ihr sucht bestimmt alle Souvenirs, oder? Glücksgefühl? Naja, soweit in Ordnung. Sucht Geldautomaten. Neuphorie. Muss geheilt werden. Braucht mehr Rettungskräfte. Und sucht Geldautomaten. Die sind aber noch voll motiviert. Sucht Souvenirs. Ja, rennt doch einfach hier vorbei. Unterwegs zur Weltraumsimulation. Also die sind bis jetzt komplett positiv. Sind aber auch erst 23 Minuten im Park. Das kriegen wir noch abgeändert. Was macht denn eigentlich unsere Eisbude? Niemand will Eis. Okay, dann machen wir es anders. Ich wundere, normalerweise müssten da überall voll die lachenden Gesichter hin bei Eis. Also Eis, Leute, Eis. Jeder will Eis. Wer will denn kein Eis? Boah, hier der Weg sieht auch mittlerweile bitter aus. Hier ist immer noch so viel los. Wahnsinn, ey. Energy Drinks ist wirklich krass. Aber hier bei den Pommes ist jetzt mal weniger los. Die haben es abgearbeitet. Aber Energy Drinks, die stehen halt hier schon doppeldreieck. Also schon einmal hier entlang und dann nochmal hier in Kurve und wieder zurück. Ich weiß halt nicht, was ich noch machen soll. Also die Preise noch weiter anheben ist halt auch kacke. Was haben wir denn hier? Taco Shop, den haben wir auch neu.
Der ist für Familien, naja, Erwachsene, ja, Teenager, ja. Ich finde so Tacos passen eigentlich total gut in den hier Bereich hier hinten, oder? Aber ich meine, da haben wir eigentlich schon voll viel zu essen und die Leute wollen da gar nicht hin. Aber wir können ja mal gucken, vielleicht zieht es ja noch ein paar Leute nach hier hinten, die dann vielleicht andere Geschäfte entdecken und... Wir probieren es mal. Oh Gott, unser Maskottchen läuft hier rum. Ich feiere es einfach. Ich feiere es einfach. Wie lange geht denn eigentlich die Folge schon wieder? 50 Minuten. Oh, da kommen sogar Leute hin. Ja, geil. Haben wir sonst noch irgendwas Neues? Wir hatten Eis. Haben wir ein. Getränke, da haben wir, glaube ich, schon alles. Snackautomaten, bla bla bla. Theoretisch auch mal hier unten für die Mitarbeiter was zur Entspannung hinbauen. Es kann ja bestimmt abseits vom Weg irgendwo sein, oder? Die werden schon einen Weg hinfinden zur Entspannung, oder? Falls hier hinten jemand rumläuft. Oh, das sieht jetzt natürlich richtig kacke aus mit dem Weg. Dann machen wir das nicht so. Wenn der Weg da nicht ordentlich aussieht, machen wir es anders. Ja, wo sollen sich denn die Mitarbeiter mal entspannen können? Gegenüber vom Geldautomat hier unten. Ganz am Ende vom Park aktuell. Ihr seid noch motiviert alle, sieht so aus auf jeden Fall. Sucht Souvenirs. Ja, lauft erstmal an den Souvenirs vorbei. Ihr sucht auch Souvenirs, sehr glücklich, sucht Geldautomaten. Ihr lauft auch alle am Automat vorbei. Ey, die Leute, ey. Unglaublich. Ich würde fast die Geldautomatennutzung wieder kostenlos machen. Damit die Leute sich Geld holen, ohne drüber nachzudenken, wie viel sie drauf bezahlen müssen. Und dann können sie richtig schön rausballern. Ihr sucht alle Souvenirs und ihr rennt hier alle vorbei. Ich fasse es nicht. Das ist alles nicht das, was die wollen anscheinend. Keine Ahnung, irgendwie ist es sehr, sehr fragwürdig. Preise sind in Ordnung. Ja, auch durch die Gegend rennen. Kein Wunder, sind die K.O. Ihr habt Durst? Ja, wir haben hier schön viel Trinken. Schön viel Trinki-Trinki. Holt euch doch was zu trinken, Leute. Da ist doch was, oder? Ja. Da gehen sie aber nicht hin. Dann geht doch wenigstens dahin. Nicht, dass ihr auch gleich wieder total verärgert aus dem Park rausgeht. Ich gebe mir doch so viel Mühe. Ist doch so ein cooler Park. Ich verstehe es nicht. Es ist zu hoch für mich. Ziemlich in Ordnung, der Preis. Okay, Schnäppchen. Schnäppchen können wir natürlich noch ein bisschen anheben. Gut, wie sieht's hier aus? Leute zufrieden? Preis ist sehr hoch. Wir gehen wieder ein bisschen runter. Ich bin ja mal nicht so. Ah, hier. Ja, könnte. Gute Einnahmequelle sein. Ich meine das natürlich. Geht so. Geht so. Wie sieht's denn aus bei unserem Verkuppelrad? Verkuppler. Verkuppler ist preislich ziemlich in Ordnung. Die Warteschlange vor Verkuppler ist zu kurz. Ja, gut. Ich weiß nicht, auf so Riesenräder stehen die ganzen Leute irgendwie nicht so wirklich, oder? Oh Gott. Nein, ich will nicht mit dir zusammen sein. Kannst du noch so glücklich gucken? Nein, nicht mit mir. Aber ist irgendwie schon cool gemacht, oder? Es ist schon cool gemacht. Ach was, jetzt verstehe ich es auch, Verkuppler. Man steigt also... Die Idee ist ja mal mega geil. Man steigt also in eine halbe Gondel ein. Und irgendwann oben wird man wieder zusammengefügt und fährt dann in der Mitte zusammen runter. Deswegen auch Verkuppler. Das ist ja eine geile Idee. Hört, da ist eine halbe
Dingens quasi und hier wird wieder zusammengekuppelt. Deswegen Verkuppler. Das ist ja eine süße Idee. Das ist ja echt geil. Das finde ich cool. Ah, der Verkuppler. Ah, was für Ideen. Was für Ideen. Feiere ich einfach. So, der Döner ist wieder am Überlaufen. Da ist auch oft gestresst, da ist viel los. Die Toilette läuft. Da ist so, naja, naja. Mach mal wieder den typischen Überblick durch den Park. Hier, Pommes, ist viel los, ist aber auch schon aufgestresst. Was sagen die Leute hier zum Preis? Ziemlich in Ordnung. Schnäppchen. Schnäppchen können wir noch, da haben wir noch viel Spielraum. So, gemäßigt scheint hier zu funktionieren. Da ist nicht ganz so viel los. Was sagen die Leute hier? Ziemlich in Ordnung. Preis ist sehr hoch. Ja, ich würde fast sagen, wir gehen mal runter mit dem Preis ein bisschen. Ja, ihr werdet alle verkuppelt. Ich finde die Idee einfach mega. Ich weiß nicht warum, aber... Das ist echt cool. Stellt euch mal vor, ihr seid Single und sowas gibt's wirklich. Und dann auf die rechte Seite dürfen zum Beispiel dann nur Frauen oder... Vielleicht kann man ja auch vorher gefragt werden. Heutzutage muss ja für alle Leute was dabei sein. Vielleicht wird man ja vorher gefragt, steht man auf Frauen, steht man auf Männer, steht man auf Hunde, Katzen? Nein, keine Ahnung. Man will es ja nicht übertreiben. Und dann, was weiß ich, geht auf die rechte Seite, gehen wir jetzt einfach mal von aus, Mann und Frau, ja. Auf die rechte Seite geht irgendeine unbekannte Frau, auf die linke Seite geht der Mann. Dann fährst du da so ganz gemütlich hoch, dann bist du da oben voll auf Adrenalin, wenn du vielleicht Höhenangst hast. Wirst dann hier voll auf Adrenalin zusammengefügt und hast direkt ein Gesprächsthema, kommst direkt ein Gespräch, bist auf Adrenalin, ja, bist direkt total aufgedreht und, ja, hast dann noch ein paar Sekunden Zeit zum Reden und da unten kannst du dann entscheiden, ja, willst du die Person weiter kennenlernen, mit der Person weiter durch den Park laufen oder nicht? Boah, das wäre doch voll die Idee für eine Kuppelshow, oder? Ich finde das die Idee voll geil. Ja, statt irgendwie so, boah, wie heißt das nochmal? Es gibt ja diese Dates, wo du ein paar Sekunden Zeit hast, boah, wie nennt man die nochmal? Ein paar Sekunden hast du da Zeit, setz dich an den Tisch zu der Person, redest ganz kurz und Speed-Dating. Genau, statt Speed-Dating, sowas hier auf Adrenalin dann, ist natürlich nicht ganz krass Adrenalin, aber wenn du Höhenangst hast, bist du sowieso damit vollgepumpt. Aber dann wirst du jetzt zusammengefügt und weißt nicht, wer da gerade eingestiegen ist, kann man ja noch so machen irgendwie und dann siehst du dich da oben dann erst und dann kannst du die Fahrt nach unten zusammen genießen und hast direkt Gesprächsthemen. Ich finde es eine mega Idee. Komm, wir machen da einfach eine Show draus. Wir bauen jetzt so einen Verkuppler. Und dann machen wir da eine Fernsehsendung draus. Oder nur auf YouTube. Die Verkuppler-Show. Genau. Ach, ich mag diese Ideen hier manchmal in dem Spiel. Ja, ich mach dann einen auf Kai Pflaume von Nur die Liebe zählt, glaube ich, hieß das damals. Und dann machen wir so eine Sendung, ganz genau. So, wie sieht's denn hier aus? Sind die Leute zufrieden? Sind sie nicht zufrieden? Der Preis ist sehr hoch. Dann werden wir den wieder ein bisschen senken. Passen uns da wieder so ein bisschen an das an, was die Leute bezahlen wollen. Das sieht ganz gut aus. Lassen wir also so. Funkt aber, glaube ich, ein bisschen, oder? Nee, irgendwo funkt's. Kann sein, dass das hier... Nee, ist auch in Ordnung. Ah, das ist hier der Dönerspieß, der funkt ein bisschen. Was sagen die Leute hier? Ich glaube, hier habe ich den Preis gar nicht angepasst, oder? Doch, hatte ich. Ziemlich in Ordnung. Preis ist sehr hoch. Okay, hier gehen wir ein bisschen runter. 6,90. Ja, kleine Schlange ist okay. Können wir ein bisschen warten. Oder die können ein bisschen warten, sagen wir es so. Ist zu lang. Ziemlich in Ordnung. Ja, hier der Kakao-Shop, der war halt wirklich ein Reinfall. Aber egal, lassen wir trotzdem einfach mal da. Wir können ja theoretisch auch mal den Shop da wegmachen und tun was Passendes hin. Hier fahren hauptsächlich Erwachsene, ja, nee, Familien und Teenager mit. Und das ist mehr für... Ist eigentlich für Familien, also es würde schon irgendwie passen. Hier hinten ist gerade halt wieder voll wenig los. Aber ey, der Verkuppler läuft. Der Verkuppler läuft. Da wird richtig gekuppelt. Ja, die Warteschlange. Das müssen wir irgendwann mal anders platzieren, dass die Warteschlange länger wird. Ja, hier haben wir eine riesen Warteschlange, aber es will halt keine Sau mitfahren. Die Leute haben zwar Bock drauf, aber keine Sau will damit fahren. Das ist natürlich ärgerlich. Irgendwie kommen mir gerade die Besucherzahlen so niedrig vor, aber wir haben 2248 Leute hier.
Es ist verdammt viel los, aber es ist halt alles gerade so ein bisschen verlaufen. Ja, es sieht echt wenig aus, oder? Wenn man hier so gerade überfliegt. Das sieht halt alles so bunt und farbenfroh aus. Ich mag's halt einfach so, dieses Spiel. Ich mag's halt einfach. Schade, dass auf YouTube nicht ganz so viele Views hat, dieses Projekt hier, aber ja, ich mag's halt. Und es gibt sehr viele Leute, die mögen's auch. Wäre halt noch schön, wenn so ein bisschen mehr Views da wären, ein paar mehr Rückmeldungen, vielleicht Kommentare. Deswegen gerne die Videos auch teilen, würde mich sehr freuen. Dann kommen noch ein paar andere Leute auf den Kanal, sehen das Projekt. Und wenn das Projekt mehr Views hat, dann kann ich das alles noch länger durchziehen und so weiter und so fort. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Was macht denn der Preis hier? Warteschlange ist so das Problem. Preis ist ziemlich in Ordnung. Preis ist ein Schnäppchen. Gehen wir doch noch mal ein bisschen hoch, damit wir noch ein bisschen mehr Gewinn machen. Mittlerweile haben wir wieder 2141. Haben wir sonst noch irgendwelche Sachen, die wir kaufen könnten? Parkeingang brauchen wir nicht so wirklich. Kann man eigentlich mehrere Eingänge setzen? An den Rand irgendwo oder so? Geht sowas? Nö, ich könnte jetzt einfach nochmal einen Eingang setzen, aber da kommen dann auch da wirklich Leute rein oder nicht? Vielleicht sollten wir auch nochmal eine günstigere Toilette irgendwo hinsetzen. Setzen wir die einfach mal so hier hin. Weil wir haben ja die teure Luxustoilette, da will aber halt nicht jeder draufgehen, ganz klar. Und wir haben halt die günstigere dann. So, wir haben jetzt von jedem Fahrgeschäft, die wir aktuell freigeschaltet haben, eins gebaut. Das heißt, Achterbahn wäre halt auch da mal richtig cool. Standardachterbahn, breite Achterbahn, wilde Maus. Man kann doch normalerweise auch voreingestellte, genau. Stairway of Seven. Alles klar, das sieht schön verrückt aus. Ja, ich würde aber sagen, wenn wir dann uns der Achterbahn widmen, werden wir dann selber was bauen. Da schustern wir irgendwas zusammen, total wild übertrieben. Gucken wir dann mal. Gehen wir dann demnächst wahrscheinlich mal an, falls wir da nichts weiter freischalten. In nächster Zeit. So, aber so langsam wird's wahrscheinlich, ja? Ja, Spaß, Parkattraktivität müsste noch unbedingt mehr steigen. Wir brauchen mehr Spaß. Wir brauchen eindeutig mehr Spaß. Wie kriegen wir die Leute mehr bespaßt? Animateure. Mehr Animateure. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht wirklich nochmal einen eingestellt. Demnächst nochmal jemand geupgradet als Animateur. Dann haben die Leute mehr Bock, mehr Spaß, werden ein bisschen animiert. Unser komisches Viech macht hier hinten gerade irgendwelche Stunts und fliegt durch die Gegend. Also alles gut. Sehr glücklich. Steht hier gerade. Und bei euch? Sehr glücklich. Sucht Souvenirs. Haltet die Klappe. Ihr mit euren Souvenirs. So, der Automat bietet auch alles an. Ich würde auch sagen, alle synchronisieren. Der kümmert sich gerade mal um den Automat. Finde ich gut. Sehr glücklich. Sucht Souvenirs. Ja, ich glaube, so langsam wird es wieder hinten, ist halt gerade gar nichts los. Okay, jetzt ist aber gerade eine Fahrt vorbei, dann laufen hier gleich wieder ein paar Leute lang. Brauche ich dann unbedingt hier hinten ein Fahrgeschäft? Unbedingt dann ein Fahrgeschäft, wo dann die Leute noch ein bisschen mehr hierher gelockt werden. Hier wäre auch eine schöne Stelle eigentlich für eine Achterbahn. Schön durch die Berge durch, weil die Möglichkeit hat man ja auch. Die Möglichkeit hat man ja auch. Die Folge geht jetzt schon wieder 1 Stunde 5 Minuten. Ich muss dann langsam mal zum Ende kommen von der Folge. Ist ja viel zu lang. Ich habe den letzten wieder mehr Kommentare bekommen, wo dann gesagt wurde, ja, man hat gar keine Zeit, das alles zu gucken. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber ja, würde ich das in einer halben Stunde machen, hätte ich jetzt, ich habe 3 Stunden jetzt aufgenommen, hätte ich 6 Folgen zusammen, wäre fast eine ganze Woche und wir hätten gar nicht so viel gemacht. Was heißt gar nicht so viel gemacht? Also wir haben hier hinten das Eck komplett dazu gebaut, wir haben hier ein bisschen mehr dekoriert, wir müssen auch allgemein uns mal wieder ein bisschen mehr mit Dekoration auseinandersetzen, weil ab hier hinten
Also hier ist ja noch ein bisschen Deko, aber hier hinten ist halt von der Deko her wenig. Hier ist noch ein bisschen angebracht worden. Ja, ansonsten, hier wollte ich ja eigentlich einen schönen bunten Bereich machen, hier in das Eck. Habe ich auch noch nicht gemacht. Vielleicht noch ein bisschen mehr Wald hinsetzen. Da muss auf jeden Fall auch noch einiges gemacht werden. Was ist denn hier mit dem Weg los? Egal. Das war, weil ich da das Gebäude wahrscheinlich dran hatte. Also wir haben auf jeden Fall auch noch einiges zu tun. Einiges zu tun. So, der Preis ist sehr hoch. Wir gehen nochmal ein bisschen runter, dass die Leute glücklich sind. Aber wie gesagt, ich muss jetzt zum Ende kommen, auch wenn ich nicht will. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu unter Social Media in der Videobeschreibung. Gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde sehr weiterhelfen. Und ja, gerne auch, wie gesagt, die Videos teilen. Würde mich sehr freuen, weil dann tut der YouTube-Algorithmus die Videos halt öfters mal vorschlagen, kommen mehr Leute auf den Kanal und das bedeutet natürlich auch mehr Views bei solchen Projekten hier, die eher selten sind auf dem Kanal und dann, ja, macht es natürlich auch mehr Sinn, sowas zu spielen und zu Let's Playen. Genau, macht's gut, bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.